Und erst dachte ich, ich kann mich nie entscheiden, weil ich alles spannend finde. Ich finde Orthopädie spannend, ich finde Gynäkologie spannend und Pädiatrie erst recht. Und fand gerade in der Allgemeinmedizin das Feld, wo ich mich frei entfalten kann. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Business Talk Podcast. Heute spreche ich mit zwei Ärztinnen und zwar in einer Kombination, in einem Doppelinterview, nämlich mit Dr. Laura Dahlhaus und mit Frau Agnes Rauter-Ulrich, die mir empfohlen worden sind vom Hausärzteverband Westfalen-Lippe. Warum der Hausärzteverband Westfalen-Lippe? Weil wir in Kontakt getreten sind vom Business Talk Podcast mit diesem Verband, um ganz praktisch mit Ärzten oder Ärztinnen zu sprechen, die uns aus der Praxis berichten können, nämlich darüber, wie haben Sie selber Ihre Ausbildung, Ihr Studium erlebt? Wie ist im Moment die ärztliche Versorgung gerade im Hausärztebereich ausgefüllt, ausgestattet? Wo sind Probleme, die da auftreten? Und wie kann ein Verband, wie der Hausärzteverband, das für tun? Und darüber spreche ich mit beiden im neuen Business Talk Podcast. Sehr, sehr spannend, weil wir zwei unterschiedliche Frauen haben, die unterschiedliche Systeme gewählt haben für ihre berufliche Zukunft, nämlich einmal eine Einzelpraxis und auf der anderen Seite eine Gemeinschaftspraxis und auch, warum sie sich für diesen Weg entschieden haben. Und es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Interview geworden, weil wir ein bisschen ausholen und auch einige andere Dinge beleuchten können. Ein paar Infos gebe ich euch noch zu Frau Dr. Laura Dahlhaus. Sie arbeitet in der Gemeinschaftspraxis in Borken, Praxis Wilmers, Dahlhaus und Niermann. Sie ist Fachärztin für Allgemeinchirurgie und Notfallmedizin und eben auch Fachärztin für Allgemeinmedizin. Und im Hausärzteverband engagiert sie sich in der Nachwuchsinitiative Allgemeinmedizin Zukunft Praxis und hat auch noch einige andere Jobs. Frau Agnes Rauter-Ulrich ist jetzt in der Hausarztpraxis Rauter-Ulrich in Stadthöfe in Rehde im Münsterland tätig. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin mit der 12-Bezeichnung Naturheilverfahren und manuelle Medizin. Sie hat mehrjährige Erfahrung in der Ausbildung von Studenten in Formulaturen und Blockpraktika, arbeitet da unter anderem auch mit der Universität Wittenherdecke zusammen und ist da Lehrpraxis. Also beide sind sehr, sehr engagiert in dem, was sie da tun. Beide sind in dem Hausärzteverband auch noch tätig, um Hausärztinnen noch das Berufsbild Hausärztin noch weiter in den Vordergrund zu bringen. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, zwei junge Frauen kennenzulernen, die sehr, sehr für ihren Beruf brennen und die das Thema Hausarzt auch nochmal wieder in ein ganz neues und modernes Licht rücken können. Freut euch drauf auf das neue Interview im Business Talk Podcast mit Frau Dr. Laura Dahlhaus und Frau Agnes Rauter-Ulrich und wir hören uns gleich wieder. Ja, herzlich willkommen herzlich willkommen für alle zurück im Business Talk Podcast. Heute ganz besonders ein Interview, weil ich mal wieder eine Doppel-Interview-Spitze, hätte ich fast gesagt, habe. Und zwar habe ich heute zwei Hausärztinnen da. Und zwar spreche ich einmal mit Frau Dr. Laura Dahlhaus und Frau Agnes Rauter-Ulrich, die mir empfohlen worden sind vom Hausärzteverband Westfalen-Lippe, weil wir da einfach mal eine Stellungnahme haben wollten, natürlich zu dem Thema, was uns alle sehr bewegt. Nein, es ist nicht Corona, sondern es ist insbesondere die ärztliche Versorgung, die ambulante Versorgung. Wir steigen jetzt einfach mal ein mit der Einstiegsfrage. Wer sind Sie beide? Was machen Sie beruflich und privat mit eigenen Worten? Und ich würde einfach mal die Frau Dahlhaus bitten, da einzusteigen. Ja, Laura Dahlhaus, mein Name. Ich bin 38 Jahre alt, seit jetzt gut 2 Jahren niedergelassen, also doch relativ frisch. Habe ich mich eingekauft in eine Gemeinschaftspraxis, von Haus aus eigentlich im ersten Bildungsweg Fachärztin für Allgemeinchirurgie, Schwerpunkt Notfallmedizin auch. Mich hat es dann in die Niederlassung verschlagen. Privat Sport begeistert, Sport verrückt, kann man im Prinzip schon sagen. Alles, was anstrengend ist, solange die Knochen halten, mute ich mir auch noch das Handballspielen in der Verbandsliga zu. Mal sehen, wie lange das noch geht.
Ja, sehr schön. Das bringt mich immer wieder sofort zu der Frage, bevor ich gleich zu meiner zweiten Interviewpartnerin komme. Der Sport, haben Sie gesagt, ist das ein Ausgleich für Sie? Also versuchen Sie da auch so ein bisschen den Alltag als Ärztin, der ja auch vielleicht mal stressig und anstrengend sein kann, so ein bisschen auszugleichen? Absolut. In jeder Hinsicht. Zum einen in der Mannschaft bin ich ein Teil von vielen und stehe nicht so an exponierter Stelle wie schon den ganzen Tag in der Praxis, wo man ehrlicherweise ja schon derjenige ist, der so im Zentrum der Arbeit steht, weil Patienten, Mitarbeiter, alle sprechen einen an. Man muss viele Dinge organisieren. Und abends beim Handballtraining bin ich halt irgendwie eine von 15, spiele da keine gesonderte Rolle, was ich total genieße. Und darüber hinaus der sportliche Ausgleich, das weiß jeder, der einen recht stressigen Job hat. Da hilft natürlich auch das Joggen oder das Rennradfahren, sich ordentlich auspowern, lässt vieles dann in einem neuen Licht, in einem anderen Licht erscheinen und rückt auch viele Dinge ins rechte Licht und man kann dann auch mal ein bisschen Dampf ablassen, auf jeden Fall. Darf ich noch fragen, was spielen Sie für eine Position? Ich bin Linkshänder, vielleicht auch ein Grund, warum man mich immer noch in der Liga haben will, halb rechts und rechts außen, wobei für den Außen, da wird es jetzt mit der Geschwindigkeit stramm auf die 40 zugehend schon schwierig. Alle, die Handball spielen, ist ja ganz klar, warum man dann auf der Seite liegt, also spielt, die dann auch die linke Hand so ein bisschen mehr zur Spielöffnung in den Vordergrund bringt. Aber vielleicht das nur am Rande. Ja, freue mich auch ganz besonders auf meine zweite Interviewpartnerin, Frau Agnes Rauter-Ulrich. Stelle Ihnen auch nochmal die Frage, wer sind Sie, was machen Sie beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja, Agnes Rauter-Ulrich, seit 26 Jahren mit Leib und Seele Ärztin. Seit 16 Jahren niedergelassene Hausärztin, vor 2,5 Jahren nochmal neu gestartet in einer Einzelpraxis. Zuvor war ich in einer großen Gemeinschaftspraxis niedergelassen, hatte alles seine Vor- und Nachteile. Ich bin Chefin und Mitglied eines tollen Teams. Ich engagiere mich seit Jahren in Weiterbildung, Ausbildung von Weiterbildungsassistenten, von Studenten, von jungen MFAs, bin Fortbildungsjunkie, wie ich selber sage, also ständig auf der Suche nach neuen Impulsen, nach neuen Erkenntnissen und wenn nicht Corona wäre, dann immer auf Achse und jetzt seit einem Jahr immer wieder in Webinaren, ja, auch gerne Podcasts. Privat bin ich auch Ehefrau und Mutter. Von unseren 4 Kindern sind 3 mittlerweile erwachsen und der Jüngste ist im Homeschooling in der 7. Gymnasialklasse. Und gerade jetzt das erste Mal wieder im Präsenzmusikschulunterricht. Ja, auch da eint uns etwas. Unser Sohn, unser letzter Sohn, also wir haben nur 3, aber von daher weiß ich, wie ausgleichend auch das Thema Familie sein kann. Ja, wenn wir auf der einen Seite über das Thema Sport gesprochen haben, ist auf der anderen Seite ja vielleicht auch die Familie, das ausgleichende Element oder auch das, was so ein bisschen den Alltag oder beziehungsweise den beruflichen Alltag wieder so ein bisschen relativiert, vielleicht in vielen Dingen. Ist das tatsächlich auch für Sie so? Also bedeutet, was hat die Familie für eine Bedeutung, auch jetzt im Beruf Ausgleich, Familie und Beruf vielleicht? Absolut. Ich tank meine Energie sowohl in dem Beruf, den ich wirklich liebe. Ich finde, ich habe den schönsten Beruf der Welt. Als auch in meine Familie. Und wenn es auf der einen Seite besonders rau zugeht oder Stress gibt oder anstrengende Zeiten sind, gibt es dann Ausgleich von der anderen Seite. Das ist, Ja. Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind ein Fortbildungsjunkie, immer so ein bisschen auf der Suche. Ist das auch was eine Ärztin jetzt in dem Umfeld, Sie haben gesagt, Sie sind seit langer Zeit niedergelassen, wenn Sie sich jetzt auch gerade nochmal für einen ganz neuen Weg entschieden haben, also neu im Sinne von jetzt wieder alleine weiterzumachen in der Einzelpraxis. Ist das was die Ausbildung, die Fortbildung für Sie auch eine Art Entwicklung in die Zukunft ist? Absolut, ja. Es ist in der Medizin ja generell so, dass wir nie stehen bleiben können, weil sich die Medizin ja rasant weiterentwickelt. Da geht es Hausärzten nicht anders als spezialisierten Fachärzten. Ich habe letztendlich zur Allgemeinmedizin gefunden, weil ich alles so spannend fand auf dem Weg. Ich habe viele Umwege gemacht, auch familiär bedingt sind wir durch die Republik gezogen, sodass ich immer wieder neue Jobs und neue Fachrichtungen kennenlernen durfte, was ich heute als einen unglaublichen Schatz ansehe, retrospektiv.
Und erst dachte ich, ich kann mich nie entscheiden, weil ich alles spannend finde. Ich finde Orthopädie spannend, ich finde Gynäkologie spannend und Pädiatrie erst recht. Und fand gerade in der Allgemeinmedizin das Feld, wo ich mich frei entfalten kann, in jeder Richtung. Es ist mir freigestellt, mich so tief einzuarbeiten, wie ich nur will und es mir selber zutraue. Und habe auf der anderen Seite natürlich die Unterstützung der Fachärzte, wenn ich immer dann an meine Grenzen stoße, die ich wohl sehr wohl kenne. Ich habe zusätzlich zu der Allgemeinmedizin dann die Naturheilverfahren nochmal dazu geholt, als eine tolle Ergänzung. Ich arbeite auch osteopathisch. Also bin da recht breit aufgestellt und finde das ganz faszinierend, eben die Synthese aus verschiedenen Richtungen zu bilden, ja, den Menschen, den Patienten möglichst ganzheitlich zu erfassen und auch so zu behandeln. Ja, Sie haben da einen schönen Ansatz gewählt, nämlich zu sagen, als Arzt, als Ärztin ist es ja wichtig, allein im medizinischen Kontext schon, das verändert sich immer sehr viel. Die Frau Dalaus hat genickt in der ganzen Zeit. Da muss man natürlich dranbleiben, was das Medizinische angeht und sich auch immer weiterbilden. Jetzt nicht nur, weil man vielleicht auch aufgrund der Verordnung dazu angehalten ist, das zu tun, sondern weil es ja auch viel mit dem eigenen Anspruch zu tun hat. Also was, wie entwickle ich mich da weiter? Für mich so ein bisschen eine Steilvorlage, wenn ich ehrlich sein darf, weil ich würde natürlich ganz gerne auch hier in dem Podcast immer darüber reden, warum oder was fehlt in der Ausbildung zum Mediziner und was ist mit diesem unternehmerischen Ansatz? Also welche Entscheidungen treffe ich? Kann ich mir vielleicht auch in Fortbildung, in Weiterbildung unternehmerische Skills aneignen und wo sind diese, ich nenne sie jetzt einfach mal so Future Skills für die Zukunft? Frau Dahlhaus, hat Ihnen da was gefehlt in der Ausbildung? Mussten Sie sich viele Dinge selbst beibringen? Was die Niederlassung angeht, ehrlicherweise alles. Also da findet in der Ausbildung relativ wenig statt, zumindest als ich das gemacht habe. Da ist ja mittlerweile einiges an Programmen auf den Weg gebracht. Stichwort Werkzeugkasten Niederlassung. Das ist im Prinzip genau das oder ja, füllt die Lücke, die es bis dato immer gegeben hat. Also die Medizin ist das eine. Das zweite ist die praktische Umsetzung eines, ja, ich nenne jetzt mal bewusst diesen Begriff, eines kleinen Start-ups, den man irgendwie dann für sich neu gründet, weil nichts anderes ist es, wenn sich jemand neu niederlässt. Da bewegt man sich in rechtlichen Rahmenbedingungen, man bewegt sich in einem finanziellen Rahmen, man bewegt sich in der deutschen Bürokratie, im Sozialgesetzbuch und da muss man sich erstmal zurechtfinden. Und das findet bisher in der Ausbildung, würde ich behaupten, nicht oder viel zu wenig statt, sondern man ist irgendwie Arzt und dann ist man irgendwann Facharzt und dann kann man sich überlegen, so, ich lasse mich nieder. Und dann? Ach so, ja, dann starte ich mal irgendwie und habe einen Schreibtisch irgendwie da stehen und habe ein Computerprogramm und bin irgendwie ganz froh. Und dann stellt sich die erste Frage mit dem ersten Formular und die zweite Frage mit dem, mein Ding mit der Personalführung. Also, wie viele MFAs brauche ich? Sind so ganz praktische Dinge, die vorher beantwortet werden müssen. Und allein jemanden zu finden, der diese Fragen beantworten kann, ist extrem schwierig. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar die größte Hürde im Bereich der Niederlassung, dass da so viele Fragezeichen in der Ausbildung offen bleiben, dass die Angst, sich selbstständig zu machen und dann irgendwie damit auf die Nase zu fallen, einfach aus mangelndem Wissen, da sehr, sehr im Vordergrund steht. Frau Rotter-Ulrich, wollen Sie was ergänzen, weil auch Sie nicken, die ganze Zeit sehr zustimmt? Ja, das stimmt. Das ist auch die größte Angst bei den nachwachsenden Ärztin und ich kriege das auch immer gespiegelt bei den Weiterbildungsassistenten, bei den Studenten und finde es gerade so wertvoll, was der Hausärzteverband da bietet, dass die Kollegen da eben abgeholt werden, die Nachwuchsmediziner und eine wirklich hochwertige Wissensvermittlung da erfahren, gerade zu den Themen, die sie im Studium und in der Weiterbildung so nicht vermittelt bekommen haben. Medizinisch sind die sicherlich alle sehr fit, aber diese Dinge werden eben nicht vermittelt. Und das finde ich ganz toll. Und Frau Dallaus engagiert sich ja selber auch in dem Werkzeugkasten. Das finde ich ganz, ja, ganz toll. Genau. Ja, vielleicht möchten Sie das noch ergänzen, auch Frau Dallas. Ja, einmal so ein Beispiel aus der Praxis, wo ich meine, das muss halt nicht jedem passieren.
durch, ich sag mal, Schwerpunkt Sportmedizin und im ersten Bildungsweg Chirurgin habe ich da einen Schwerpunkt im Bereich eben alles, was auch so postoperative Sportverletzungen angeht, Kreuzbandruptur etc. Und habe in meinem ersten Jahr fleißig Krankengymnastik aufgeschrieben und dann kam irgendwann der dicke Brief mit einem Regress von knapp 100.000 Euro zu viel rezeptierter Physiotherapie, also Heilmittelregress. So, und dann habe ich mich irgendwie in dieses Thema eingearbeitet, habe Verschlüsselungsfehler gefunden en masse, einfach weil ich es nicht wusste. Ich wusste es nicht. Und wenn Sie diese Briefe bekommen, dann liest sich das immer so, als hätte ich mich selbst auf irgendeiner Massageliege gelegt und würde irgendwie auch, also so liest sich das dann und hätte irgendwie Physiotherapie in Anspruch genommen, die mir nicht zustünde. Nein, das waren alles hochindizierte Behandlungen, aber dann steht man da und dann kämpft man dagegen an. Und wenn das den nächsten Kollegen nicht passiert, der sich niederlässt, einfach weil der von vornherein weiß, Achtung, da gibt es eine absolute Falle, das musst du so und so machen, dann passiert dir nämlich dieser Fehler nicht, dann haben wir schon viel gewonnen. Und das ist nur ein kleiner Beispiel. Und da gibt es aber ganz viele Stolperfallen, wo sie reintreten können als Arzt, ohne dass sie es irgendwie wissen. Und das geht nur über Wissensvermittlung. Und diese Angst, die Leute wissen das vorher, Regress ist ja mal das böse Wort, diese Angst müssen wir den Leuten nehmen, damit wir im Vorhinein über die Rahmenbedingungen aufklären und diese Fehler, die einem unter Umständen eben teuer zu stehen kommen, vermeiden. Das macht die Arbeit jetzt, Sie haben es ja gerade schon gesagt, auch Frau Rother-Ulrich, des Verbandes, in dem Sie ja beide tätig sind, vielleicht auch so wertvoll, weil in dem Moment ja Unterstützung gegeben wird von, in einem Proof of Concept nenne ich das immer, also wo man wirklich sagen kann, da sind Menschen, die das am Leib und Seele erfahren haben, vielleicht diese Fehler auch gemacht haben, beziehungsweise auch erfahren haben davon und man das weitergibt jetzt an die junge Generation. Dazu gibt es so unendlich viele Fragen. Ich versuche mal einfach vorne aus meiner Sicht anzufangen. Wenn Sie jetzt den Ausbildungsweg zum Facharzt sehen, zur Fachärztin sehen, jetzt mal unabhängig von der Facharztgruppe, für die Sie jetzt gerade hier stehen, also die Allgemeinmediziner, Sie haben ja auch beide gesagt, Sie haben unterschiedliche Schwerpunkte, dann auch noch Frau Dahlhaus ja auch noch Allgemeinchirurgin und Notfallmedizinerin. Aber würden Sie sagen, dass innerhalb der ersten Jahre der Ausbildung schon da die ersten Grundlagen gelegt werden sollten? Also nehmen wir mal an, jetzt die Grundlagenstudium und dann eine Facharztausbildung, also zwischen 12 und 14 Jahren, kann man ja ungefähr sagen, sind wir da beschäftigt. Sollten da schon die ersten Grundlagen gelegt werden, damit ich eben in dem Moment, wenn ich Fachärztin bin, schon mal etwas weiß zum Thema Niederlassung und auch eine Einschätzung treffen kann? Wäre das sinnvoll oder sollte das tatsächlich erst danach passieren? Frau Rother-Ulrich, wollen Sie? Doch, ich fände es durchaus sinnvoll, wenn man es parallel schon beginnt zu lernen, so wie ich die nun geänderte Ausbildung bzw. Studiumabläufe sehr positiv zur Kenntnis nehme. Ich arbeite auch mit der Universität Witten-Herdecke, die ja sowieso immer so ein bisschen besonders ist. Und ich finde das ganz toll bei den Studenten dort, dass sie direkt mit Patienten anfangen zu lernen, dass sie nicht die ersten Semester, wie ich es damals lernen musste, Physik mit irgendwelchen Federn und Chemie mit Reagenzgläsern lernen. Natürlich alles ganz wichtige Grundlagen, aber die fangen schon an mit Fällen. Die fangen an, wie ich habe einen Patienten, der hat die Beschwerden und wie dröseln wir das jetzt biologisch, physiologisch und so weiter auf. Und genauso würde ich sagen, fang doch mal auch schon früh an mit ökonomischen Fragen. Wie sieht man das global, volkswirtschaftlich gesehen, ja, Gesundheitswesen? Warum nicht? Warum soll man den Blick nicht gleich mit reinnehmen, der dann auch letztendlich wichtig ist für uns Ärzte, ob wir in der Klinik dann irgendwann mal in der Chefetage ankommen oder uns niederlassen? Wir sollten den Blick fürs Ganze auch irgendwo vermittelt bekommen, absolut. Mhm. Sie meinen diesen Modellstudiengang, den die Witten-Uni zum Beispiel der auch vom Land NRW unterstützt wird und so weiter. Das ist ja ein sehr guter Weg, zumindest mal reinzuschnuppern, nenne ich es mal, in die Welt. Und allein, wenn man sich die Abschlussquoten da anschaut, dann sieht man ja schon, dass die Tendenz derjenigen, die das mitgemacht haben, deutlich höher ist, also in die eigene Praxis zu gehen, als diejenigen, die in Anführungsstrichen einen normalen Studiengang abschließen. Frau Dahlhaus, wie sind da Ihre Erfahrungen oder welche Meinung haben Sie dazu? Ich glaube, dass wir uns dem gar nicht verwehren dürfen und sich, also eigentlich dürfte sich die Frage gar nicht stellen. Ich habe nach im Rahmen oder parallel zu meiner Facharztausbildung so ein
ja, ich nenne es mal so lapidar, BWL für Ärzte berufsbegleitend studiert, weil mir irgendwann dieses Wissen gefehlt hat, ohne dass ich jetzt direkt sagen wollte, ich wollte eine Klinikkarriere machen. Aber Fakt ist, wenn Sie eine Klinikkarriere anstreben, kommen Sie da heute nicht mehr dran vorbei. Das Zweite ist, und das würde ich in einem viel größeren Kontext sehen, wir gehen in unserem Beruf mit Geldern um, die von einer Solidargemeinschaft irgendwie getragen werden. Und dieser Topf, der hat, ist nur begrenzt. Die Mittel sind nicht open end. Und wir sind zu einem Prinzip angehalten, dass wir diese Mittel optimal einsetzen. Und wenn nicht wir Ärzte uns darum kümmern und bereit sind, uns in diese Materie einzuarbeiten, unabhängig von Niederlassung oder Klinikkarriere, das Gleiche gilt ja auch für die Ökonomie im Krankenhaus, dann werden uns BWLer vor die Nase gesetzt werden, die das für uns entscheiden, wie es ja heute zum großen Teil im Prinzip in Kliniken auch ist. Und dann bin ich ehrlich, ich habe die Verantwortung lieber bei jemandem, der für den Pflegekräfte nicht nur Kostenfaktoren sind und der Patient ein Wirtschaftsfaktor in einer Wertschöpfungskette, sondern der das in einem Gesamtzusammenhang sieht. Und gerade in dem Punkt würde ich ehrlicherweise für die Niederlassung auch eine Lanze brechen oder für die Niedergelassenen, weil ich glaube, dass eben wir gerade, weil wir sehr autark sind, eben diese Mischkalkulation haben. Ich kann mir genau überlegen, so bei Frau Müller ist mir das jetzt wichtig, das werde ich nicht bezahlt bekommen, vielleicht muss ich das sogar bezahlen, ist egal, kann ich mir leisten. Wir haben bei uns in der Praxis eine Mischkalkulation und sind nicht darauf angewiesen, aus jedem einzelnen Patienten eine Gewinnmaximierung und eine Gewinnoptimierung zu betreiben. Und ich glaube, dass diesen Blick schaffen nur Mediziner und ich halte die Entwicklung ehrlicherweise, dass der Diskurs aktuell ausnahmslos von oder vorwiegend vom BWLer geführt wird, für die Zukunft für extrem gefährlich. Jetzt ist das ja etwas, ich bin total Ihrer Meinung, jetzt ist das ja etwas, was auch historisch ein bisschen gewachsen ist. Also da ändert sich ja gerade sehr, sehr viel. Allein, dass die Gedanken jetzt in diese Richtung gehen, wie Sie sie jetzt gerade äußern, also zu sagen, wir vereinen diese beiden Komponenten, also die Betriebswirtschaft auf der einen Seite mit der Medizin auf der anderen Seite. Ich bin da sehr bei Ihnen, dass gerade in Kliniken das ein großes Thema ist. Also dass letztendlich eine Zahl oder eine Quote darüber entscheidet, ob jetzt ein Patient operiert wird oder nicht, ob er im Krankenhaus belassen wird oder nicht. Das sollte ein Mediziner überlassen bleiben. Im besten Fall ist es dann auch noch nicht nur der ärztliche Direktor, sondern es ist dann auch noch jemand, der die Vorstandsposition hat und dann die Entscheidung eben gemeinsam mit einem Betriebswirten fällen kann, aber letztendlich immer noch die letzte Entscheidung hat. Wenn wir die Frage, warum habe ich sie gestellt? Weil das Studium der Medizin und auch die Facharztausbildung ja durchaus, ich nenne es jetzt mal so, aufreibend genug ist und intensiv genug ist, um in dieser Zeit diese Medizin, die ja so wichtig ist und die in Deutschland auch wirklich gut ausgebildet ist, umsetzen zu können. Wäre es da nicht zu viel? Das wäre jetzt die Frage. Ich habe dieses Studium nicht durchlaufen, deshalb kann ich die Frage gar nicht beantworten, aber ich höre das hin und wieder. Wäre das nicht zu viel, das noch innerhalb dieser ersten Jahre der Ausbildung umzusetzen, weil eben die Medizin so anspruchsvoll ist? Frau Dalhaus, wollen Sie anfangen? Ja, die Frage ist berechtigt, muss man ganz klar sagen. Dann würde ich allerdings eine Gegenfrage stellen an diejenigen, die für das Studium das Curriculum zusammenbasteln. Es ist schon so, dass sich das Studium auf einem Niveau bewegt, was zum großen Teil fast einer Facharztprüfung gleicht, wenn man sich die Klausuren anschaut. Also ich erinnere mich da gut an mein Hammer-Examen, ist mittlerweile abgeschafft, aber da gab es am laufenden Band Fragen nach dem Motto, der Hausarzt überweist zu Ihnen als Neurologe, der Hausarzt überweist zu Ihnen als Gynäkologe. Und dann würde ich insgesamt eher sagen, Leute, lasst uns im Studium ein breites medizinisches Wissen vermitteln, aber es muss nicht, ich sage es jetzt, wenn wir bei der Gynäkologie bleiben, es muss kein Student die konkrete Zusammensetzung einer Chemotherapie bei Ovarialkarzinom irgendwie auswendig wissen. Also da würde ich sagen, wenn da jeder Einzelne aus seinem Bereich so ein bisschen das Niveau senkt und sich zurückerinnert, dass keine Facharztprüfungen abgenommen werden, sondern dass ein breites Basiswissen vermittelt werden soll. Ich glaube, dann wäre dafür Platz, ja. Okay, Ja, auch Frau Rauter-Ulrich, Sie nicken da, Sie sehen das ähnlich? Ich sehe es ähnlich, zumal sich eben das Wissen der Medizin so schnell überholt.
Und gerade das Thema Zusammensetzung Chemotherapie, ja, das, als ich in der Onkologie noch kurz tätig war, waren die Dinge anders als heute. Und das wird den Studenten von heute auch morgen anders gehen, nicht anders gehen. Deswegen bin ich sehr, sehr bei Laura. Es ist im Prinzip wie in der Schule. Das Wichtigste ist das Lernen und die Grundlagen, um das Verständnis der Physiologie, der Pathologie zu haben und wissen, wo ich mir das aktuelle Wissen holen kann und wo ich die speziellen Fragestellungen beantwortet bekomme. Aber mindestens genauso wichtig finde ich die ökonomischen Fragen, sowohl für die vielleicht eigene Praxis später als auch die volkswirtschaftlich wichtigen Fragen, um einfach, ja, so wie wir auf der medizinischen Seite uns manchmal in hochspezialisierten Wissen verzetteln und den Menschen als Ganzes vergessen oder aus dem Blick verlieren, so ist es, denke ich, auch in der gesundheitsökonomischen, ja, in dem Zusammenhang, dass man auch da das Ganze so ein bisschen nicht aus den Augen verliert. Wie viel ich gewinne, wenn ich insgesamt meine Patienten dazu bewegen kann, einfach in ihre Gesundheit vorab zu investieren und prophylaktisch zu denken und zu verhindern, dass sie chronisch krank werden. Ja. Gerade vor dem Hintergrund der wachsenden Informationsflut, wir haben gerade das Thema angesprochen, Wissen in der Medizin, es geht immer sehr schnell, die Entwicklung, die Forschung ist sehr, sehr gut. In welchem Zusammenhang sehen Sie da das Thema der Digitalisierung, also gerade als Informationsquelle für den Arzt und Mediziner? Weil es wird von Ihnen verlangt, dass Sie viel wissen. Es wird von Ihnen verlangt, dass Sie die Ausbildung mit bestehenden Daten, Fakten und Zahlen durchführen, die aber vielleicht ja schon übermorgen überholt sind oder in der Form so nicht mehr anwendbar sind, weil Sie eben, weil wir andere Studien haben, weil vielleicht auch das Thema digitale Gesundheit dazu hilft, dass viele andere Erkenntnisse wichtig sind. Glauben Sie, dass auch das ein ergänzender Prozess sein kann, Frau Dahlhaus, wenn wir mal mit Ihnen einsteigen? Ja, sogar sein muss. Ich habe ein Jahr einen Ausflug in den Helios-Konzern gemacht und ohne das jetzt vertiefen zu wollen, aber das, was im Rahmen dieses Konzerns relativ einmalig war, war das Thema Wissensmanagement. Und das ist in einem riesengroßen Klinikverbund oder in einem großen Konzern ist das relativ einfach. Die kaufen eine Menge Lizenzen und da gab es Zugang zu allen Datenbanken, die Sie sich in der Medizin vorstellen können. Das ist als, ich sage jetzt mal so ein bisschen despektierlich, kleiner Hausarzt, ist das Thema Wissensmanagement bisher, glaube ich, recht stiefmütterlich behandelt. Ich mache es bisher immer so, dass ich in der Tat über 2 Wochen Zeitschriften, die eintrudeln, sammle und mir dann am Wochenende die Zeit einplane, um das dann durchzuarbeiten und zu gucken, okay, was betrifft mich. Konkrete Fragestellungen, die sich stellen, weil ich gerade einen Patienten habe mit einem bestimmten Fall, wo ich dann wirklich an dem Tag Fragen klären muss, das geht mit Online-Datenbanken. Das ist aber bisher wenig koordiniert, gebe ich ganz ehrlich zu. Also up-to-date ist da sicherlich eine ganz, ganz großartige Sache. Da wächst aber die nächste Generation auch noch anders mit auf. Also wir haben ja eigentlich die wesentliche Lernquelle war bei uns ja immer noch das Buch für viel Geld und haben wir viele Kilos aus den Buchhandlungen geschleppt. Das ist ja heute auch nicht mehr so. Also da, in Zeiten von Amboss und ähnlichen Datenbanken oder Deximed hat sich sozusagen die gedruckte Fortbildung wird sich irgendwann überholt haben. Ja. Gerade wenn Sie sagen, Sie haben das Hammer-Examen noch mitgemacht, dann wurden Sie wahrscheinlich hinterher darum gebeten, Ihre Fragen nochmal abzugeben und dann die Generation danach nochmal damit zu beglücken. Das ist ja über Amboss mittlerweile auch alles ganz, ganz anders geregelt und da haben Sie Zugang zu, ich weiß nicht wie viele Jahren mittlerweile. Also das ist ja so ein schönes Beispiel auch dafür, wie das mittlerweile funktioniert, eben nicht mehr mit Büchern unterm Arm irgendwo rauszulaufen. Aber es ist eine Generationenfrage wahrscheinlich, ne? Ja, in jedem Fall. Und da muss man sagen, da bringt Digitalisierung viel. Ich weiß gar nicht, also so häufig, wie ich mittlerweile in meiner alltäglichen Arbeit Dinge nachschaue, sei es auch so ganz praktischer Natur. Wie war das nochmal? Ich habe im Hinterkopf, jetzt willst du das Medikament B aufschreiben, der Patient nimmt Medikament A. Wie war das nochmal mit den Wechselwirkungen? Ich wüsste gar nicht, in welchem Buch ich sowas nachschlagen sollte. Also. Wie geht es Ihnen, Frau Rotter-Ulrich, in der Praxis? Wie gehen Sie mit dem Thema Digitalisierung da um?
Ich finde das sehr spannend, sehr aufregend und einfach fantastisch. Die Uni Wittenherdecke zum Beispiel, ich bekomme nächste Woche wieder einen Studenten für eine Woche, den kenne ich schon, da freue ich mich schon drauf. Herzliche Grüße an Claudius an dieser Stelle. Die haben jetzt einen EKG-Trainer zur Verfügung gestellt, eine Software, wo die Studenten oder auch ich, wenn ich eine spezielle Frage habe, mir einfach die Rhythmusstörungen nochmal anschauen kann, ohne Bücher zu wälzen. Und das geht natürlich wesentlich schneller und wesentlich effektiver. Es gibt Fortbildungen, Updates zu allen möglichen Themen. Es gibt spezielle Updates für Hausärzte einmal im Jahr. Die sind seit 2 Jahren mindestens schon auch online, also hier schon vor. Und erst recht jetzt, wo man sich dann einfach von morgens bis abends an einem Samstag mal einklinken kann und von Gynäkologie bis Neurologie alle Themen mal einmal durchhören. Dann müssen wir wieder auf Hausarztniveau auf dem neuesten Stand in den einzelnen Gebieten. Finde ich ganz praktisch, weil man dann nicht mehr durch die Republik fahren muss, auch wenn ich das immer sehr genossen habe, diese Kurzurlaube mit Wissensgewinn. Was natürlich fehlt bei diesen digitalen Treffen, ist der persönliche Austausch. Den vermisse ich schon ein bisschen. Also da freue ich mich schon drauf, wenn es wieder mal persönlicher geht. Was ich aber auch sehr begrüße und sehr hilfreich finde, sind jetzt die langsam anfangenden sogenannten DIGAs. Ich habe auch unabhängig davon, dass diese digitalen Gesundheitsanwendungen, diese Patienten-Apps quasi jetzt im Moment auf Rezept zu verordnen, ganz nett. Ich habe auch schon vorher manche Dinge angeschaut und den Patienten empfohlen, dann eben nicht auf Kassenkosten, aber in meinen Augen sinnvoll und das funktioniert wirklich gut. Ich bin auch immer dafür, den Menschen was an die Hand zu geben, wo sie sich selbst als selbstwirksam empfinden können. Mhm. Ja, wo sie sich selbst helfen können und die Erfahrung machen, ich habe es in der Hand. Ich habe es in der Hand, wie viel ich mich bewege. Ich habe es in der Hand, wie ich mich bewege. Ich habe in der Hand, was ich esse. Ich brauche da vielleicht Unterstützung, einen Coach an der Hand. Und das kann auch durchaus digital sein. Das ersetzt den Arzt nicht, aber das kann sehr gut unterstützen. Das ist ja auch so ein bisschen die Generation der Patienten, die das vielleicht auch in Zukunft mehr und mehr fordern wird. Ne? Und deshalb ist ja schön, dass sie vorangehen und der jungen Generation der Medizinerinnen und Mediziner, die da jetzt gerade kommen, das auch vorleben und sagen, das funktioniert auch gut in einer durchaus etablierten Praxis, ne? Oder in etablierten Praxen. Man braucht sich da nicht wehren oder man muss keine Sorge haben, wie Sie ja gerade gesagt haben, dass die Ärzte ersetzt werden, sondern dass es eine Ergänzung ist und auch eine sinnvolle Ergänzung sein kann an der einen oder anderen Stelle, um eben Zeit zu sparen und dann vielleicht doch wieder mehr Zeit für die Behandlung der Patienten zu haben. Ich würde ganz gerne noch mal auf das Thema eingehen, wie Sie sich in Anführungsstrichen berufspolitisch da engagieren in dem Verband. Sie unterstützen da ja beide. Sie sind ja tatsächlich jetzt nicht nur Mitglieder, da gibt es ja auch viele, das auch absolut in Ordnung ist, aber Sie haben ja den Weg gewählt, weil Sie gesagt haben, wir möchten da aktiv arbeiten. Ich würde ganz gerne da vielleicht nochmal den einen oder anderen Aspekt aus dieser Verbandsarbeit beleuchten. Wie helfen Sie oder wie können Sie in der Arbeit, und jetzt, ich meine das jetzt nicht mit großen Treffen, sondern vielleicht ganz praktisch mal mit einer jungen Ärztin, mit einem jungen Arzt arbeiten, welche Hilfestellung können Sie bieten, Frau Rotter-Ulrich? Wie läuft sowas ab? Sie haben jetzt gerade von den Studenten gesprochen, die Sie ja nehmen, die Sie in die Praxis, in den Praxisalltag einführen. Wie funktioniert das darüber hinaus? Also zum einen, wenn ich Studenten betreue, dann werden die von mir schon sehr früh darüber informiert, dass es eben Hilfestellungen gibt, wenn man auf dem Weg sich macht zum Hausarzt. Ich versuche so viele Studenten wie möglich davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, sich auch hausärztlich niederzulassen. Das liegt uns natürlich am Herzen, weil gerade auf dem Land ist der Bedarf groß. Dadurch aber auch die Zeit nie so günstig gewesen wie heute, weil es Unterstützung von und hinten gibt. Insofern informiere ich schon und rege sie an, dass sie sich selbst bei dem Hausarztverband schon einschreiben oder Mitglied werden und dann von den Vorteilen profitieren. Ich bin auch mit Laura dabei, ein Frauen- oder Hausärztinnenforum
in dem Verband aufzubauen. Auch das ist ein sehr wichtiges Thema für die nachwachsende Generation, weil 60% der nachwachsenden Ärzte weiblich sind. Also es sind Ärztinnen und die bringen naturgemäß auch nochmal den Wunsch, irgendwann auch entweder schon im Studium oder später in der Niederlassung eine Familie zu gründen, mit den Fragen, wie mache ich das, verbinde ich das mit Teilzeitarbeit, ist das nicht ausgeschlossen, wenn ich mich niederlasse, muss ich mich entscheiden, Beruf oder Familie, muss ich in der Klinik bleiben, um irgendwo da eine Sicherheit zu haben und all diese Ängste schon im Keim zu nehmen oder Lösungswege vorzuschlagen, dafür setzen wir uns beide ein, ja. Sehr schön. Frau Dahlhaus, auch bei Ihnen ist es ja so, dass Sie aktiv, so habe ich zumindest ja auch in der Vorbereitung jetzt auf den Podcast erfahren, aktiv auf die Medizinstudierenden, Studentinnen, Studenten oder auch auf Quereinsteiger aus anderen Facharztgruppen zugehen und sagen, wie können wir helfen, wie können wir unterstützen, wie läuft sowas ab? Ist dann aktiver Austausch tatsächlich gegeben und da? Ja, auf jeden Fall. Also zum einen durchaus auch über den Hausärzteverband und diverse Fortbildungen. Eigentlich immer über den persönlichen Kontakt, auch in meinem direkten Umfeld. Wenn alles klappt, wird bei uns in der Praxis 2024 eine Kollegin einsteigen, die jetzt noch Oberärztin in der Anästhesie ist. Und da greift so ein bisschen das Thema Frauen in der Medizin und Niederlassung greift ineinander über und muss man auf jeden Fall im Zusammenhang sehen. Denn auf der einen Seite haben wir, ich würde sagen, vielleicht sogar geschlechtsunabhängig eine Generation, die sich 100 Stunden in der Woche im Krankenhaus zu arbeiten nicht mehr vorstellen kann, die Bedingungen so nicht mehr akzeptiert. Und entweder dann Stunden reduziert oder eben alternative Formen sucht, wie dann den Quereinstieg in die Allgemeinmedizin mit einem primär anderen Facharzt, der hier in Westfalen-Lippe möglich ist. Im Übrigen so einfach auch nur in Westfalen-Lippe. Das sieht in Nordrhein direkt schon wieder ein bisschen anders aus. Und zum Zweiten, wenn wir dann in dem Bereich sind und wir sind schon bei Leuten, die sich eine ambulante Versorgung vorstellen können. Auch dann stellt sich die Frage, wie möchte ich das? Und trotz aller Bemühungen muss man einfach sagen, gleichzeitig 100% arbeiten, fürs Kinderkriegen zuständig zu sein und die Kinder auch noch ein bisschen aufwachsen zu sehen, das alles unter einen Hut zu bringen, ist eine extreme Mammutaufgabe. Ich sage nicht, dass es nicht geht, auf gar keinen Fall. Ich sage nur, es ist eine extreme Mammutaufgabe. Und wir brauchen Jobprofile für Menschen, die sagen, 100% ist mir zu viel und mir ist auch die Selbstständigkeit, der Schritt ist mir zu groß, weil ich habe auch noch Familie mit zwei kleinen Kindern und das muss alles unter einen Hut gebracht werden. Und wenn wir als Niedergelassene diese Jobprofile nicht bieten, also ich sage jetzt mal Ärztin in Anstellung, zwei kleine Kinder, möchte eine 50% Stelle, dann geht uns dieses Klientel komplett verloren. Wer sowas bietet, sind zum Teil die Kliniken oder sind die riesengroßen MVZs, also die medizinischen Versorgungszentren zum Teil in privater Trägerschaft, wie es sie angegliedert an Krankenhäuser oder auch da, wo Kassenarztsitze sonst nicht mehr zu besetzen sind, auf dem Land oder in Ostdeutschland schon gibt. Und dann haben wir eine Versorgungsstruktur, wo wir plötzlich auch in der ambulanten Versorgung private Klinikträger haben. Und dann komme ich wieder auf den Begriff Wertschöpfungskette Patient. Dann sind wir im Helios oder Asklepios MVZ. Dieses private MVZ weist in das private Akutkrankenhaus. Und das Akutkrankenhaus von Helios oder Asklepios entlässt in die Helios oder Asklepios Reha-Klinik. Und damit, bin ich ehrlich, habe ich ein ganz, ganz großes Problem. Das heißt, über allem steht für mich der Schutz und die Bewahrung des Arztberufes als freier Beruf. Und dieser kann in Zukunft nur überleben, wenn wir verschiedene Möglichkeiten schaffen, dass für alle, ich sag mal, Jobformen, wie viel Prozent auch immer, in Anstellung da Möglichkeiten schaffen, weil sonst uns schlicht und ergreifend dieses Personal auch einfach nicht zur Verfügung steht.
Ja, sehr interessant finde ich, weil der Ansatz ja auch bedeutet, dass da in Zukunft sich noch mehr tun muss als in der Vergangenheit. Es reicht eben dann jetzt, so wie ich es jetzt verstehe, ja auch nicht aus, zu sagen, wir machen das System ein bisschen weicher, indem wir eine Sitzteilung ermöglichen oder auch jetzt auch angestellte Ärzte in den Praxen haben können. Und das muss tatsächlich auch bedarfsgerecht ja möglich sein, auch für die Praxen diese Dinge umzusetzen, ne? Also wenn ich daran denke, wie Sie haben gerade gesagt, dass Sie in unmittelbarer Konkurrenz zu den großen Anbietern stehen, die auf institutioneller Ebene, hätte ich fast gesagt, die Mitarbeiter natürlich ganz anders bedienen können als jetzt Sie. Sie haben Ihre Gemeinschaftspraxis mit Ihren Kollegen in Borken. Und Sie sind ja auch schon eine Gemeinschaft von, ich lese hier, 3 Medizinerinnen und Medizinern wahrscheinlich, dann sind ja auch da flexible Modelle für die Zukunft wichtig. Und ich glaube, das aufzuweichen ist wichtig auch für die Zukunft der ambulanten Versorgung und eben um diese Modelle zu schaffen. Vielleicht klingt da auch so ein bisschen mit, wir haben gar keinen Ärztemangel oder Ärztinnenmangel, sondern wir haben einfach nicht die Möglichkeit, die richtig einzusetzen. Denn viele, viele flüchten vielleicht in andere Jobs, ja, weil es gar keine anderen Möglichkeiten mehr gibt, was das angeht. Jetzt sind wir schon ungefähr 40 Minuten dabei. Die Zeit geht immer so wahnsinnig schnell vorbei. Ich würde aber ganz gerne noch einen Aspekt ansprechen. Ich habe es jetzt gerade schon mal und auch in der Einführung ja schon gesagt. Sie sind auf der einen Seite in einer Einzelpraxis tätig. Jetzt wieder, Frau Rotter-Ulrich, so habe ich es verstanden. Und die Frau Dahlaus jetzt in der Gemeinschaft. Was war nochmal der Beweggrund für Sie jetzt, Frau Dahlaus, fangen wir mal mit Ihnen an, die Gemeinschaft zu suchen? Hängt das so ein bisschen an dem, was Sie auch gerade schon gesagt haben? Flexibilität auch mit Patient und Arzt und vor allen Dingen auch die Möglichkeit, vielleicht mal das Thema Behandlungsmethoden, Zyklen, Abrechnungsmöglichkeiten und so weiter ein bisschen weiter ausschöpfen zu können? Ja, also ich bin in die Praxis eingestiegen, wo ich auch die Weiterbildung gemacht habe, und bin auf einen großartigen Kollegen getroffen, was irgendwie dann auch Zufall war, muss man sagen. Und von Haus aus vorher Chirurgie, Notfallmedizin. Das ist schon so ein Teamsport, muss man sagen. Und ich sehe mich da auch, klar, auch in der Einzelpraxis hat man so das Team, aber mir würde die Vorstellung noch mehr Respekt abverlangen, zu sagen, okay, ich kann jetzt hier nicht mal Rücksprache halten. Wir tauschen uns schon sehr viel aus, so nach dem Motto, ach hier, guck mal, hast du da noch eine Idee? Ich komme da nicht weiter. Was willst du da jetzt machen? Also der Austausch ist da extrem eng. Wir sind da schon eine echte Gemeinschaftspraxis. Also keiner von uns hat jetzt eigene Patienten, die nur er betreut. Das wird von den Patienten auch absolut gut angenommen und ich schätze diesen Austausch. Und wie gesagt, also ich habe da die Ausbildung gemacht und danach war sofort klar, okay, also hier möchte ich auch, möchte ich einsteigen. Spricht ja wiederum weiter dafür, dass man in der Ausbildung schon mal in die Praxis schnuppern darf, damit man weiß, was man hinterher machen möchte, ne? Frau Rauter-Ulrich, Sie haben ja beide Seiten jetzt erlebt. Was waren die Beweggründe, jetzt sich zunächst mal, vielleicht ist das ja auch noch nicht abgeschlossen, wieder für die Einzelpraxis zu entscheiden? Ich würde einmal ganz kurz noch zurückgreifen. Ich bin nicht wieder in der Einzelpraxis. Ich bin auch wie Laura am Anfang in der Gemeinschaftspraxis gegangen und würde das als junge Ärztin oder junge Fachärztin jederzeit wieder so machen. Mhm. Meine Tochter war damals in der Grundschule die zweite und ich habe es sehr genossen, da in der Gemeinschaft auch damals noch mit einem erfahrenen, älteren Kollegen, zu dem ich als Senior eingestiegen bin, von seinem Wissen zu profitieren und in bestehende Strukturen reinzukommen und da eben so Learning by Doing in das Betriebswirtschaftliche reinzukommen. Dafür ist eine Gemeinschaft optimal, ob jetzt angestellt oder ich habe mich direkt dann beteiligt, aber beide Optionen finde ich sinnvoll von den jungen Kollegen. Irgendwann bin ich dann aber in meiner Entwicklung, ich bin jetzt Anfang 50, an den Punkt gekommen, wo ich dachte, ich möchte jetzt wirklich meinen Stiefel fahren, so wie ich es denke. Ich habe mir eine Menge Kompetenzen angeeignet und würde das gerne so ausleben, wie ich es für richtig halte, ohne jemand anders in den Weg zu fahren. Und genieße das sehr. Ich würde mich das sicher vor 14, 16 Jahren nicht trauen, aber heute traue ich mich und habe es auch keinen Tag bereut. Ich sehe aber auch die Einzelpraxis nicht als Gegenprojekt zum Team. Erstens sehe ich mich in meinem Team, in meinen MFAs und Vera und Krankenschwester auf Augenhöhe. Ich sehe die nicht als meine Helferlein da irgendwo unten.
Davon profitiere ich, von deren Können. Ich unterstütze sie in ihrer Weiterbildung auch. Ich bin da sehr daran interessiert, dass mein Team auch seine Kompetenzen entwickelt. Und ich fühle mich eingebunden in ein Ärztenetz. Ich fühle mich eingebunden in den Verband, sodass ich sehr wohl mich als Teil eines Ganzen sehe und das auch brauche und auch genieße. Sehr, sehr schön. Also beide Statements haben mir deshalb so gut gefallen, weil sie im Grunde alles beinhalten, nämlich einmal das Thema, als Unternehmer eine Entscheidung treffen zu können und zu wollen, für was man wirklich steht, wenn man das gerne macht, also sowohl als auch, und ich verstehe es auch überhaupt nicht so, dass die Einzelpraxis irgendein Gegenpart ist, sondern ganz, ganz tatsächlich im Gegenteil, miteinander da zu arbeiten, aber eben, wie Sie es gerade gesagt haben, mit dem Team zusammen, das Team einzubinden, das Team zu befähigen. Sie haben ja gerade auch angesprochen, dass Sie dass Sie zum Beispiel auch mit Vera, also mit einer qualifizierten Mitarbeiterin, einer zusätzlich qualifizierten Mitarbeiterin arbeiten, um vielleicht auch Dinge von ihr abwickeln zu lassen, die ihre medizinische Arbeit ergänzt, vielleicht an anderer Stelle, an einem anderen Patienten und so weiter. Das ist ja unglaublich wichtig. Und aber was mir besonders gut gefällt, ist dabei, die beide Seiten eine unternehmerische Entscheidung getroffen zu haben und das für sich ganz klar zu begründen, die aber nie in Stein gemeißelt sein muss, denn wer weiß, was in 5, 6 Jahren ist. Sie haben gerade noch gesagt, ich bin ausgestiegen aus einer Gemeinschaft, in die ich mich eingekauft habe. Also auch das impliziert ja, das ist alles möglich. Es ist eben nichts starr, es ist nichts fest, sondern auch die Möglichkeiten habe ich, wenn ich mich weiterentwickle und wenn ich diese Entscheidung vielleicht auch mutig treffen kann. Ja, sehr, sehr schön. Es gibt noch so viele Fragen, die ich nicht gestellt habe, wie das immer so ist. Die Liste der Fragen ist ganz, ganz lang geblieben, aber hat mir sehr gut gefallen. Einen Einblick haben wir auf jeden Fall bekommen. Und eine letzte Frage, bevor wir in diese kurze Antwortrunde gehen, die ich ja mit allen meinen Gästen mache. Ganz, ganz kurzes Statement von Ihnen beiden nochmal zum Thema Corona. Ich weiß, dass uns das alle beschäftigt im Moment und dass wir da sehr, sehr lange jetzt schon mit zu tun haben. Der Podcast wird jetzt aufgenommen für alle, die ihn vielleicht etwas später hören, im Anfang März 2021. Wir sind seit über einem Jahr oder ziemlich genau einem Jahr mit dem Thema Corona unterwegs. Vor 15. März, glaube ich, im letzten Jahr hat der erste Lockdown begonnen. Und mittlerweile ist uns allen viel zugemutet worden. Also war wahrscheinlich nicht anders möglich. Frau Dahlhaus, im Moment beschäftigt Sie das wahrscheinlich auch in der Praxis. Vielleicht ein kurzes Statement zum Thema Corona. Ja, es ist eine Wahnsinnsherausforderung für alle Beteiligten. Im letzten Jahr waren wir primär mit Schnelltestungen in Institutionen beschäftigt und haben gefühlt alle 2 Wochen unsere Organisationsstruktur in der Praxis über den Haufen geworfen. Jetzt stehen die Impfungen an. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass auch wir zuerst immer Informationen aus den ganz normalen Presseorganen, also Zeitungen, irgendwie Interview von Herrn Spahn, dass wir daraus unsere Informationen beziehen. Ich möchte jetzt keine Institutionen wie Kassenärztliche Vereinigung etc. angreifen, weil auch die können gefühlt immer nur reagieren und entnehmen auch ihre Informationen der Presse. Der Begriff ist häufiger gefallen und da würde ich mich auch voll anschließen. Ich habe das Gefühl, wir fahren ausschließlich auf Sicht. Und man hätte vorher schon wissen können, dass die Impforganisation irgendwie nicht in 3 Tagen zu handeln ist, sondern dass es dafür eine Vorlaufzeit braucht. Die Schnellteste zu organisieren, braucht eine Vorlaufzeit. Die Strukturen, in denen wir uns bewegen, damit wir sowas anbieten können, damit sowas auch adäquat dokumentiert und erfasst wird, die sind auch alle bekannt. Das ist so ein bisschen schade. Und das, ich sag's mal ganz platt, also so die, das müssen leider die Patienten, die Bürger und die Leute, die an der Basis damit zu tun haben, im wahrsten Sinne des Wortes ausbaden. Und das macht's. Also neben allen anderen Fragen, Sorgen und Unsicherheiten, die Patienten mitbringen, Existenznöte, Homeschooling, Homeoffice, da steckt natürlich ganz, ganz viel drin, erschwert das unsere alltägliche Arbeit doch leider enorm. Frau Rotter-Ulrich, Sie haben es eingangs ja schon gesagt, Homeschooling ist für Sie auch ein Thema jetzt, was Sie unmittelbar noch betrifft. Wie sehen Sie die Situation im Augenblick? Ja, ich würde das gerne so ein bisschen mit einem optimistischen Satz abschließen. Klar, es ist uns allen an die Substanz gegangen, aber ich freue mich schon darauf, bald impfen zu können, zu dürfen.
es ist gut, dass jetzt endlich die Hausärzte auch mit eingebunden werden, denn das ist unsere Kernkompetenz. Impfen können wir, impfen tun wir schon immer. Und ich denke, das wird auch schnell vorangehen. Und ich hoffe, dass sich dann die Situation für alle nach und nach verbessert, je mehr Menschen sich impfen lassen. Unser ganzes Team hat sich letzte Woche nochmal mit AstraZeneca impfen lassen. Wir haben alle die Impfreaktion durchlitten, die aber letztendlich nur davon zeugt, dass das Immunsystem gut funktioniert. Insofern haben wir uns gefreut. Und dass sie geimpft worden sind, ne? Dass es nicht doch irgendwie ein Placebo gewesen ist. Ja, so ist es, genau. Okay, vielen Dank. Ja, wir steigen einfach mal ein zum Schluss in die kurze Frage, kurze Antwortrunde. Die machen wir jetzt bei Ihnen abwechselnd. Ich steige einfach mal ein. Frau Rotter-Ulrich, bitte Sie die erste Frage mal kurz zu beantworten. Die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus Ihrer Sicht in den nächsten 5 Jahren? Ich denke, sie wird patientorientierter. Es wird der Patient mehr auf Augenhöhe sein als bislang. Das ist jetzt schon zu erkennen. Sie wird definitiv digitaler sein, was ich auch positiv sehe, dass man da eben viele Möglichkeiten hat, als Arzt es zu nutzen, als Unterstützung zu nutzen. Und sicherlich wird die Medizin, auch die Hausarztmedizin, weiblicher werden. Das ist gar keine Frage. Und auch das ist gut, finde ich. Ja, sehr schön. Frau Dahlhaus, was bedeutet für Sie das Thema Gesundheit? Investition in die eigene Lebensqualität, würde ich ganz klar so sagen. Das ist jetzt so ein bisschen Kalenderspruch, aber man weiß immer erst, was man an der Gesundheit hat, wenn sie nicht mehr da ist. Und da würde ich gerne den Punkt der Kollegin aufgreifen, Thema Prävention. Das ist so das Problem, man erwischt damit die Leute, die sich eh schon für das Thema Gesundheit interessieren. Die sind auch beim Thema Präventionsangebote immer vorne dabei. Und die wir eigentlich damit erwischen müssen, die kriegen wir leider nicht. Das ist so das Problem der Primärprävention. Aber ich glaube, dass da eben die Digitalisierung, genau wie die Kollegin sagte, schon enorme Möglichkeiten bietet, ohne das jetzt in extenso zu betreiben. Aber also Gesundheit ist für mich Investition in Lebensqualität, ganz klar. Sehr schön, vielen Dank. Wir bleiben mal bei Ihnen mit der Beantwortung der nächsten Frage. Welche Eigenschaft sollte der Arzt, Ärztin aus Ihrer Sicht als Unternehmer oder Unternehmerin haben? Weitsicht, ganz klar. Das ist also auch wenn das jetzt keine Lebensentscheidung ist, also wie das Beispiel von Frau Rotter-Ulrich sagt, wenn man sich in eine Praxis einkauft, heißt das nicht, dass man da bis zur Rente bleibt. Aber man übernimmt natürlich schon Verantwortung. Verantwortung für Patienten, die sich auf einen verlassen und nicht in 2 Jahren sich einen neuen Hausarzt suchen möchten. Verantwortung für Personal, für Arbeitnehmer, die sich natürlich auch darauf verlassen, dass man dieses Unternehmen dann gut durch diverse Zeiten führt. Deshalb ist das ganz, ganz wichtig. Und da man selbst ja sehr, sehr begrenzt ist an Kapazitäten, sich vielen unternehmerischen Fragen zu stellen, ist unbedingt wichtig, dass man sich ein gutes Netzwerk aufbaut. Man braucht also vom guten Steuerberater über einen guten ITler. Ich kann mich nicht selbst zum Experten für Steuerrecht, zum Experten für Praxissoftware ausbilden lassen, sondern da muss ich so clever sein, mir ein großes, ein gutes und ein kompetentes Netzwerk aufzubauen. Das ist aus meiner Sicht für eine erfolgreiche Praxis ganz, ganz wichtig. Sehr schön. Ist für mich jetzt eigentlich eine Steilvorlage, deshalb muss ich das jetzt sagen. Vielleicht schauen Sie mal einfach in der Business Talk Academy vorbei, da finden Sie ein paar von diesen Menschen. Aber das nur am Rande. Frau Rotter-Ulrich, welches Buch oder welcher Film hat Sie besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht, den Sie hier empfehlen können? Ja, wir hatten vorher das Thema, das Risiko der Ökonomisierung unter nur Geldaspekten des Gesundheitswesens. Und da fällt mir das schöne Buch Der verlorene Patient ein. Es ist ein aktuell geschriebenes Buch von einem fantastischen Kollegen, der Herzchirurg ist. Er ist als Teenager aus Sri Lanka unbegleitet, ich glaube mit 13 Jahren nach Deutschland gekommen. Und es ist ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Okay.
Arunagirinathan ist ein schwieriger Name für uns. Aber das Buch finde ich ganz, ganz, ganz fantastisch. Sehr schön. Ich frage Sie jetzt auch noch mal nach einem Buchtipp, damit vielleicht haben Sie auch noch einen für uns. Dann würden wir die beide in die Verlinkung mal in die Shownotes mit reinnehmen, dass wir dann da auch nachschlagen können. Frau Dahlaus, gibt es von Ihnen noch einen Buchtipp, den Sie... Ja, betrifft nicht konkret die Medizin, betrifft aber ein bisschen das Thema Mut und Zutrauen in eigene Stärken. Da gibt es von der Carol Dweck, die ist Forscherin an der amerikanischen Uni, kann ich jetzt nicht sagen, Selbstbild heißt das. Es gibt von ihr im Amerikanischen einige Bücher. Auf Deutsch ist leider nur das Buch Selbstbild erschienen. Und sie legt anhand von verschiedenen Biografien dar, dass es nicht so sehr auf Talent ankommt, wenn man Dinge erreichen will, sondern ganz andere Eigenschaften wie Durchhaltevermögen, Begeisterungsfähigkeit und eben auch Zutrauen in die eigene Stärke. Also nach dem Motto, wenn ich das in die Hand nehme, dann klappt das schon. Und auch das ist einem nicht naturgegeben, sondern lässt sich in der Tat trainieren und aneignen. Und wenn man sich an manchen Personen orientiert, wo man denkt, ja, das ist ja auch was, klar schaffen die das, ne? Ich bin da so unsicher, ich kann das nicht. Und also das ist schon etwas, wo ich viel mitgenommen habe, wo ich gedacht habe, ach guck mal, ja, wenn der das kann, dann kann man das auch. Also das ist wirklich ein Buch, was einen extrem mutig und mit viel Tatendrang entlässt. Sehr schön. Geht ja so ein bisschen in die Richtung der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Ich bin da auch sehr überzeugt von, dass man da im Laufe seines Lebens sehr viel für tun kann, dass sich da was entwickelt, auch wenn einem das vielleicht nicht in die Wiege gelegt worden ist. Denn die ersten Jahre prägen uns ja immer sehr, sehr stark. Und wenn wir das von Hause aus vielleicht nicht mitbekommen haben, gibt es ja immer noch Möglichkeiten, das vielleicht später zu entwickeln. Und da hilft so ein Buch sicherlich weiter, vielleicht aber auch noch viele andere dieser Themen. Ich stelle eigentlich noch immer die Frage, mit wem würden Sie gerne eine Gemeinschaftspraxis gründen? Ich habe mir jetzt gerade überlegt, die beantworte ich die Frage. Vielleicht versuchen Sie beides mal miteinander, wenn Sie sich nochmal umorientieren wollen. Ja, mir bleibt nur mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken. Ich fand es super spannend. Die Stunde ist wie im Flug vorbeigegangen. Es war jetzt tatsächlich fast eine Stunde, die wir gesprochen haben. Zeigt dafür, dass wir ein sehr, sehr spannendes und auch kurzweiliges Thema heute hatten. Mit zwei Expertinnen in dem Bereich, die eben nicht nur in Anführungsstrichen nur Medizin machen, sondern die sich auch unternehmerisch engagieren, die sich berufspolitisch engagieren, die sich aber auch für den Nachwuchs engagieren und die dabei sind, vielleicht die nächste Generation auch an das Thema ambulante Versorgung heranzuführen und die Sorge zu nehmen, kann das denn funktionieren? Und das sieht man in ihren beiden Fällen, finde ich, sehr, sehr schön. Ich habe mir vier Sachen aufgeschrieben, die so ein bisschen als Resümee für mich über den Podcast jetzt stehen. Das ist auf der einen Seite, wir brauchen ein paar unternehmerische Skills in der Ausbildung während der Zeit und wie die dann gestrickt sind, das lässt sich sicherlich im Laufe der Zeit immer weiter auch sich entwickeln. Das zweite Thema ist, dass das Thema Digitalisierung in der ambulanten Versorgung seinen Platz findet und auch Platz finden wird und auch weiter Bestand haben muss. Das dritte, es sollte neue Versorgungsformen, Jobformen geben für die ambulante Versorgung, damit wir Flexibilität da reinbringen. Und das vierte ist, dass Verbandsarbeit auch Spaß machen kann. Das habe ich bei Ihnen beiden jetzt gerade erfahren, weil da hat man ja auch immer leicht einen verstaubten Charakter sonst so im Hinterkopf. Aber ich glaube, mit Menschen wie Ihnen an der Seite kann das wirklich ganz viel Spaß machen. Also, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie heute mit dabei waren im Business Talk Podcast. Mir hat super viel Spaß gemacht. Für alle die, die heute dabei waren, zugehört haben, würde mich super freuen über eine Bewertung bei iTunes, YouTube oder wo immer ihr oder sie uns hört. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Bleibt unternehmerisch. Und die letzten Worte haben jetzt meine beiden Interviewgäste. Wir fangen mal mit Frau Rauter-Ulrich an. Ja, vielen Dank, Herr Neumann, dass wir dabei sein durften. Es hat wirklich Spaß gemacht, auch wenn ich sehr aufgeregt war. Ich kann allen, die überlegen, in die Niederlassung zu gehen oder überlegen, in den Hausarztberuf zu gehen, nur sagen, traut euch, es ist toll, es ist eine wunderbare Tätigkeit. Man bekommt nirgendwo so viel zurück von den Patienten und es stehen Leute bereit, die euch unterstützen, die euch an die Hand nehmen. Also einfach trauen, einfach mal machen. Die Gelegenheit ist super, Zeit ist reif. Einfach rein ins kalte Wasser. Frau Dahlaus. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich fand's, mir gefällt das Format total gut. Ich kann auch nur Werbung machen. Für mich nach wie vor der großartigste Beruf der Welt, muss man ganz klar sagen. Ungelogen, ich gehe jeden Abend mit einem guten Gefühl nach Hause, weil mindestens ein Patient dabei war,
der einem mehr als einmal gedankt hat. Wir haben Strukturen geschaffen, wo wir uns frei entfalten können. Wir können Medizin so machen, wie wir es für richtig halten. Und ich kann davon leben. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, das nicht. Aber wenn man mal so eine Pro- und Kontraliste aufzeigt, was dieser Hausarztberuf in der Form, wie wir ihn ausüben, alles mit sich bringt, dann gibt es wenig Berufe, würden mir wenig Tätigkeiten einfallen, die da so gut abschneiden wie unserer. Ganz klar. Und also wer kann von sich behaupten, dass jeden Tag Leute sich bei einem bedanken für ein offenes Ohr, für eine Beratung, dafür, dass man da ist. Das muss ich schon sagen, das gibt wahnsinnig viel, viel zurück. Und viele, ich sage jetzt mal gerade so bewusst in meinem Alter, also die erste Karrierestufe vielleicht hinter sich gelassen, da kommen viele irgendwann so ein bisschen an die Sinnfrage. Wieso arbeite ich 120 Stunden in der Unternehmensberatung? Wieso bin ich nirgendwo mehr zu Hause? Die Sinnfrage stelle ich mir ehrlicherweise nie, weil die wird jeden Tag für mich beantwortet. Da empfinde ich schon große Dankbarkeit, dass ich das machen kann und machen darf. Ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen nochmal. Schöne Woche für Sie beide. Bis dahin. Danke, Herr Platz. Dankeschön.